Hallo Leute und willkommen zu Episode 46 von Agrarian Skies. Wie ihr gerade vielleicht schon gesehen habt, habe ich ein bisschen was verändert. Liegt daran, dass ich die Aufnahmezeit natürlich ein bisschen geringer halten möchte. Ich habe mir hier noch ein Fluid Terminal hingebastelt. Ich weiß gar nicht, das habe ich nicht mehr in der Aufnahme gemacht. Man kann halt sehen, was drin ist. Ich habe es mal ausprobiert, ob man einfach was anderes reinwerfen kann. Geht Tatsache ohne weiteres. Und wenn hier oben irgendwann mal die 16K stehen, dann können wir auch die Milch ins System leiten, nämlich genau für diese Quest hier. Irgendwo, go with the flow, open, hier irgendwo so. Strong Bones, genau. Das ist echt eine Menge. Aber gut, läuft auf jeden Fall. Ich habe ihnen eine ganze Menge Brot craften lassen. Ich wandle auf weiter Toastbrot um und ich habe hier schon so ein paar Sachen vorbereitet, die ich gerne in der Aufnahme machen wollen würde. Unter anderem Pyrothium Dust, das habt ihr schon gesehen, hier mit Enderium Blend. Da machen wir uns jetzt gleich noch ein bisschen mehr von, nämlich so. Da können wir gleich noch mehr von machen. Aber erstmal brauche ich noch hier ein Eimerchen davon. Eigentlich können wir drei Eimer davon machen. Soll's. Was kostet die Welt? So, perfekt. Und wir nutzen den Induction Smelter jetzt mal, um die Sachen hier einzuschmelzen in der Zeit, wo wir drüben noch was basteln. Ach, das ist so angenehm, wenn man so ein paar Sachen vorbereiten kann. Ach so, ich habe ein paar Kühe gezüchtet. Also ich habe sie einfach spawnen lassen, ehrlich gesagt. Ich habe da nicht viel rumgezüchtet. Aber ich dachte mir, so ein paar Kühe, das sind ganz gut. Und hier geht's vor allem gut voran. Was mich ein bisschen stört ist, man kann hier nicht nach... Doch, kann man mit Shift, okay. Also wie viele Eimer drin sind. Wir brauchen ja 16.000. Also ihr seht hier... Es geht gar nicht so langsam voran, aber es wird noch dauern. So, hier kann man... Ne. Cool. Kann man auch anklicken und drücken. Okay. Wir craften noch ein bisschen Enderium Blend. Wie gesagt, davon können wir später niemals genug kriegen. Und deshalb mache ich da erstmal ein bisschen was vor. Und was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ich habe ein wenig Elektrum gecraftet. Weil wir haben nämlich ein massives Problem. Das sehen wir hier. Ich habe die Zelle jetzt, also ich habe hier drüben mal komplett alles abgeklemmt. Hier so. Hab die oben raufgehauen. Die sind ja inzwischen im System, also die kann ich ja ohne weiteres nachcraften. Die funktionieren auch alle. Die kriegen auch alle genug Lava, aber die Pipes sind zu lahm. Die Energy Conduits. Das ist natürlich ziemlich doof. So, 16 Stück nehme ich mal direkt mit. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal was umstellen. Und dafür werde ich jetzt noch einen Eimer hiervon rausnehmen. Klack. Erstmal, plopp. Genau. Und das hier mit Destabilized Redstone füllen. Und der kann jetzt hier schön ein paar Pipes voll machen. Die Redstone-Conduits sind richtig easy eigentlich zu bauen. Das heißt einfach nur harten Gas, Elektrum, wie es halt früher auch war. Und dann mit geschmolzenem Redstone auffüllen. Da packe ich jetzt auch genug rein, dass es ohne weiteres funktioniert. Ansonsten müssen wir das halt entweder ins System importieren oder in Eimer packen, was übrig bleibt, werden wir dann sehen. Ist aber grundsätzlich kein Problem. So, okay. Und ihr seht hier, er füllt brav auf. Und das soll er auch machen. So, dann tauschen wir die nämlich gleich mal direkt aus. Also erstmal hier zumindest die ersten. Was natürlich jetzt das massive Problem ist. Wir brauchen eigentlich genug, um alles zu machen. Mir wurde gesagt, ich könnte auch RedNet-Cable bauen. Die würden quasi alles puffern. Achso, übrigens vielen Dank schon mal für die Spenden bis jetzt. Vielleicht kriege ich das mit dem Computer Tatsache in relativ kurzer Zeit hin, den wieder auf einen vernünftigen Stand zu bringen, damit ich meine Aufnahmen wieder in den Längen machen kann, wie ihr es gewohnt seid. Also, bis jetzt schon mal vielen Dank. Ich werde mich da auch noch richtig für bedanken. In Form eines Videos, aber das dann später. So, jetzt gucken wir mal kurz. Klack. Klack. So. Eigentlich ist es so doch sinnvoller, oder? Okay. So, wenn die Maschinen jetzt quasi nur davon betrieben werden, habe ich jetzt alle wieder eingesammelt oder ist mir was verbrannt? Ich hoffe nicht. Gucken wir mal, ob jetzt die Energie nach oben geht. Ja. Momentan hängt natürlich auch nur unser armes kleines System da unten dran. Ne? Also jetzt momentan hier noch nichts in der Richtung. Und dafür werde ich wohl auch erstmal einen Übergang schaffen müssen.
Weil so viele Pipes kann ich dann doch nicht auf einen Schlag bauen. Oder wir können mal gucken. Vielleicht kriegen wir es hin. Noch mehr Enderium, ein bisschen Pyrotherm ist auch noch übrig. Aber eigentlich will ich auch gar nicht mehr so viele Pipes bauen und deshalb habe ich hier auch die Masse an Enderium vorbereitet. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und wir können gleich noch eine Quest abschließen, das ist, was mich auch sehr freut. Zeige ich euch auch gleich noch. So, also, sollte euch ja inzwischen sicherlich ein Begriff sein, wie man Tesseract Frames baut. Wir brauchen erstmal zwei, mal gucken, ob wir vier hinkriegen. Ja, vier Stück, geil. So, die müssen wir gleich noch füllen. Aber vorher zeige ich euch erstmal, was wir schon an Mob Essence inzwischen haben. Das ist der Hammer. Hurra. So. Also hier sind 9x16 Buckets unten und 9x fast 4 Buckets oben. Und ich glaube, damit werden wir dann gleich mal anfangen. Ich brauche nur mal kurz einen Fluiduck, genau. Klack. Gehe hier auf Output Mode. So. Momentan dürfte das noch nicht füllen, genau. Dafür packen wir das denn da rein. Klack. Ja. Dann brauchen wir das Quest Delivery System. AKA QDS. Das baue ich hier einfach mal ab. So. Und dann warten wir. Boah. Also ganz ehrlich, irgendwas haben die am Essen gemacht. Ich meine, ich flitze zwar echt viel durch die Gegend. Aber trotzdem, so schnell kann man das doch gar nicht verlieren. So. Ich denke mal, ihr wisst, wie das mit dem QDS funktioniert. Hier dürfte jetzt noch nichts drin sein, oder? Nein. Es ist momentan geschlossen. Sieht übrigens sehr cool aus. So, dann sucht man sich hier die passende Quest aus. In dem Fall Liquid Mobs 160 Eimer. Select Task. Und damit können wir das anklicken. Und jetzt ist das hier Liquid Mobs Green Goo. Dann starten wir hier mal die Übermittlung. Mit Leran natürlich. Party! Go! So, und jetzt können wir im Buch nachgucken, wie es sich langsam füllt. Das wird doch dauern. Ich habe zum Glück keine Panik, also er kann hier meinetwegen das auf... Oh. Warum ist denn der von oben noch nicht? Von oben sieht er geschlossen aus, oder? Aber ihr seht auch hier dran 30%. Wir lassen es einfach mal durchlaufen. Er lässt zwar mehr reinfließen, als er eigentlich müsste, im Notfall. Aber das stört mich nicht, weil da war nicht viel mehr drin, als ich brauchte. Und Mob Essence ist gerade echt eine Sache, die wir leicht wieder neu herstellen können. Na, wie sieht's aus? Oh, 50%, gut. Okay, so, wir brauchen... Ich glaube, ich habe viel zu viel Destabilized Redstone gemacht. Oh, gar nicht so viel. Dann stellen wir einfach noch ein paar her. Ich weiß gar nicht, die fressen, glaube ich, 200. Das heißt, wir stellen noch 12 Stück her. Und dann passt das auf. So. Hier sind ein paar Blöcke drin, Elektrum. Man weiß ja nie, wofür man es braucht, ne? Klack. Na, natürlich habe ich das in weiser Voraussicht hergestellt. So, 12 Stück habe ich gesagt. Okay, dann Hardened Glass müsste auch noch ein bisschen was da sein. Yep, perfekt. So. Und dann füllen wir die auch noch auf. Oh, das sind ja noch leere, so viele. Ups. Ach, ich habe rechts geklickt, ich Idiot. Egal. So. Ja, es sind 200 pro Stück. Schneller. Perfekt. So, hier raus, dann kann der eigentlich wieder rein. Schon mal als allererster. Weil ich glaube, wir brauchen nur ein Bucket pro... Oh, das ist tatsächlich mehr als ein Eimer. Okay, oder? Nein, er arbeitet ein Eimer pro. Also okay, 4 Enderperlen pro Tesseract Frame. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal ein paar Enderperlchen. Und ich glaube, ich habe sogar ein paar im System. Die wollte ich immer loswerden, genau. Die haben mich nämlich schon genervt. So, da müssen wir gleich unser Quest Delivery System wieder abschließen. So, das heißt, ich brauche 4 Perlen pro Frame. Und habe hier jetzt... Aber es reicht ja noch nicht ganz. Mal gucken, wie viel er rauszieht pro Stück. 250, ja, also 4 Perlen pro Frame. Das heißt, wir brauchen noch 2 weitere. Ich dachte mir nämlich, jetzt können wir die Energie auch ein bisschen durch die Gegend schicken und müssen diese ganzen langen Leitungen nicht mehr verlegen.
Weil die nerven doch langsam ein bisschen. Zwei Stück noch. Oh Gott. Ich bin langsam out of Enderperlen. Und out of time. Nein, das bin ich eigentlich noch nicht. Ich habe eigentlich noch mehr als genug Zeit. So, du kommst da rein. Jetzt müsste die Full Frames hier gleich alle durchhauen. Genau, und wir klemmen mal unser QDS ab und gehen runter. Schlafen? Na, eigentlich noch nicht. Eigentlich machen wir das mal direkt so. Ja, ihr seht halt, er saugt das komplett leer. Obwohl er es nicht müsste. Aber die Quest ist wohl abgeschlossen. Also er würde jetzt hier weiter durchschicken. Wollen wir aber gar nicht. So, dann kommst du hier mal weg. Und du kriegst jetzt mit der Bratpfanne drüber. Bam. 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 Ja, danke für die Enderperle. Sehr nett von dir. Hallo? Ich muss sie natürlich auch einsammeln. So, und jetzt müsste sich hier langsam wieder Mobs sammeln. Ja. Was hier auch spawnt, das ist cool. Ah, wir haben wieder Hühnchen und so. Sehr gut. Vielleicht sollte ich hier einen Rancher hinstellen und die einfach mal gucken, ob ich sie abernten kann, alle. Und Eier sammeln und so ein Mist. So. Okay. Quest abgeben. Also erst schlafen. Ja. So, dann Quest abgeben. Nehmen wir den hier. Also erstmal wieder Yummy, zwei Herzchen. 25 Leben, nice. Dann kann ich wirklich mal eins mitnehmen. Und ein Epic Bag, was ist drin? Movie, Decor, Reward. Aber die Lapis Bricks können wir, glaube ich, sogar für irgendwas benutzen, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, da gab es irgendeine Quest. Oder das war nur bei Ape Sky. Das kann natürlich durchaus auch sein. So, Decoration Quest habe ich hier nämlich noch, ehrlich gesagt, nicht gesehen. Nee. Egal, kommt halt ins System. Es sind ja schon coole Sachen bei Glowstone Bricks und so. Nett. So, ach komm, du auch rein. Und das Delivery-System bauen wir hier wieder hin. Ja, du schläfst schön. Ja, du schläfst. Hm? Der sieht so niedlich aus mit geschlossenen Augen. Obwohl, ein bisschen böse sieht er aus, aber egal. Und die leeren Redstone-Conduits können da auch rein. Und inzwischen müssen unsere Tesseract-Frames voll sein. Ich wollte ja nur mal nebenbei mal wieder eine Quest abschließen. Nicht, dass ihr denkt, ich hab's vergessen. Ich freue mich auch schon unheimlich drauf, die Milchquest abzugeben, weil es wird ewig dauern, bis die rübergefüllt ist. Boah. Und wir sollten vielleicht hier noch die Lava reicht aus. So viel Lava brauchen wir hier niemals. Wie sieht es eigentlich hier aus? Sind wir schon wieder bei 8 oder? Ah, es dauert. Momentan passiert hier gar nichts. Ölbus. Ach so, ja. Der Rancher hat keine Energie mehr. Das ist natürlich gut. So, okay. Usage. Ach ne. Tesseract. Okay, pop. Und die in die Mitte. Und dann können wir uns hier unsere Tesseracts rausziehen. 1, 2. Oh, nicht genug Bronze. Okay. Zum Glück habe ich wenigstens ein paar Barren jeweils im System. Hier könnt ihr auch mal raus. Zinn, Kupfer, Bronze. Bam. So, wieder rein hier mit euch. Du auch. Ihr, du. Lass mich alles loswerden. Den behalte ich lieber immer dabei. Und wir gucken jetzt nochmal. 1, 2. So. Sehr gut. 4 Tesseracts. Und damit können wir jetzt eigentlich im Grunde uns eine Menge Leitung sparen. Zum Beispiel könnte hier irgendwo eins hin. Hier ist, glaube ich, der Anschluss dafür. Genau. Also wir können jetzt hier quasi die Leitung abklemmen. Setzen wir es mal hier ein. Die Tesseracts sind ja auch relativ neu. Ich werde jetzt auch mal nur eine Hauptline bauen. Und zwar 1, Name, Nummer 1, Name ist alles. So, papp. Okay, und dann können wir hier einstellen. Also ich mache jetzt mal Owner hier auf Public Access, weil ich ja irgendwann die Map auch wieder freigebe. Enable, Ignore und Configuration. Und hier kann man halt sehen, Item Mode.
Ihr sendet nichts. Momentan könnte man hier alles ausschalten. Und könnte nur Energy Receive Only machen. So. Und dann sollte theoretisch hier auch überall wieder Energie drin sein. Yep. Dann könnten wir eigentlich mal hier so eine Schlacht-Session starten. Ihr habt noch 10 Sekunden. Denkt euch aufs Auskühe. 7, 6, 5, 4, 3. Ach, sind ja nur Ticks. So. Füllt der Energie nach? Noch. Achso, kann er ja noch nicht. Hahaha. Okay. Wir brauchen ja auf der anderen Seite vielleicht auch mal ein Tesseract. Aber das hier steht und betreibt jetzt quasi unsere Baumfarm und. Genau. Und, die Tiere. Jetzt wollen wir mal die ganzen Conduits hier noch ab. Hat übrigens auch einen Sinn, weil wir können die wieder einschmelzen quasi. Also wir können die nachher mit sag schon bearbeiten. Hier steht eine Fackel. So, hier hinten kommt Energie durch. Das lasse ich mal lieber noch dran. Die 80 dürften ihm auch ausreichen grundsätzlich. Das heißt, das zweite Tesseract kommt dann einfach. Einfach mal hier hin. Ich weiß, es ist momentan ist es Verschwendung, aber es ist eben der Vorteil, dass wir es abschalten können. So, du connectest bitte mit nichts außer Energie auch nur. Receiving. Receive only. Blocked. Blocked. So. Okay, und das hier mal ab. Genau. Kommt ja auch hier Energie und jetzt müssen wir nur noch an die Grundquelle rangehen und das würde ich sagen, wir nehmen die Energie mal hier hinter ab, damit wir die Pufferzelle quasi immer haben und die ist voll, also es läuft wirklich gut und es war noch nicht mal mein einziger Plan, ich habe viel, viel mehr noch vor, so, dann kommst du hier hin, dann können wir euch hier schon mal mit den guten Kabeln anschließen und einmal ein Tesseract mit Send and Receive für Energie. Okay. Ist blockt und blockt. Das heißt, er bekommt hier und sendet Energie und damit sollten eigentlich alle Geräte wieder Strom bekommen. Bin ich da, gehe ich da recht in die Annahme jetzt oder nicht? Ja, du hast Energie. Du hast keine Energie. Cool. Also gehe ich nicht recht in der Annahme. Weil. Der gibt hier vorne Energie aus, okay. Ah, ha, 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 ha. Bitte. Habe ich das nicht gespeichert? Eins. Alles. Ach so, ich habe Plus vergessen. Back an. So. Und. An. Jetzt kriegst du auch wieder Energie. Richtig. Ja. So, und jetzt noch du hier. Okay. Sehr gut, dadurch sparen wir uns erstens ein paar Pipes und zweitens können wir viele Sachen transportieren. Und ja, ich benutze die momentan nur für Energie, komischerweise, weil eigentlich könnte man damit alles machen. Man kann mit einem Tesseract jetzt wirklich alles machen, also Items transportieren, Energie transportieren, was auch immer. Kommen aber später drauf. Wichtig war mir nur erstmal jetzt, dass wir unsere Energieschiene hier so weit optimieren, dass es zumindest erstmal läuft. Und ich habe noch ein weiteres Energiesystem, was ich demnächst einführen möchte. Und zwar ist der Reaktor, weil ich habe mich mit Big Reactors wirklich viel auseinandergesetzt. Und muss ehrlich zugeben, da steckt so viel Potenzial drin. Aber gut, da kommen wir später zu. Wir gehen jetzt erstmal runter und klemmen unser System insgesamt an die besseren Stromleitungen, weil das ist nämlich das größte Problem. Momentan frisst es, glaube ich, so bis zu 30 MJ. Dim, didim, bam. Bam. Oh, verdammt. Ich würde einem Enderman gerne mal auf den Kopf hauen. Och, bitte. Ich würde mich doch verarschen. Wo ist der zweite? Ach, du bist ein Idiot. Komm da raus. So. Lack. Bist du Enderperle da? Der andere hat sich, glaube ich, verkrümelt. So. Okay, dann erstmal das Grundsystem anklemmen.
beziehungsweise eigentlich erstmal abklemmen. Dann halt so. Okay. Klack, klack, peck. Okay. Ja, also wir haben hier jetzt 30,5 MJ pro Tick und das haben die Leitungen natürlich nicht mehr übertragen können. Was man auch wirklich gemerkt hat, ehrlich gesagt. So. Aber hiermit sind jetzt alle ein bisschen glücklicher. Oder auch nicht, weil ich hier nicht rauskomme. Genau. Okay, optimal. Das läuft und ich zeige euch mal den Reaktor kurz. So, also wir haben hier schon ein bisschen Cyanid drin. Ich habe ein bisschen Yellorium hergestellt. Er läuft jetzt hier auch, ihr seht, also es ist dauerhaft voll. Energie, also momentan läuft er nicht, aber er könnte laufen, weil ich ihn gerade ausgestellt habe. Und, was man jetzt hier vielleicht schwer sieht, genau, unser Puffer ist fast voll. Und eigentlich würde ich gerne hier eine Leitung rüberlegen, aber im Moment brauchen wir halt nicht so viel Energie. Und den Reaktor möchte ich gerne bauen, wenn wir mehr Energie brauchen. Und das werden wir bald, weil ich will hier Klotzi. Klotzi hat übrigens kein Schild, verdammt. Das geht ja mal gar nicht. Vielleicht sollte ich Sign eingeben. Nur mal so als Info. Du Held. Agrarian Klotzi 1.0. Das werden wir nämlich noch ändern. So. Ja, sobald der größer wird, brauchen wir natürlich auch mehr. Weil man merkt es halt momentan gerade an so Sachen wie dem Brot. Ich könnte jetzt mal gucken. Nochmal normal sortieren, danke. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel nochmal 1024 Brote anfordern. Ich glaube, so viel haben wir aber gar nicht. Nur damit ist er halt dauerhaft unter Last beschäftigt. Also, ist er ja sowieso, aber es bringt halt relativ wenig, weil es ewig dauert. Wenn ich jetzt mal alles einstelle und nur nach Brot suche. So. Sieht man halt hier, wie es fast gar nicht bergauf geht. Oder wir haben kein Weed mehr. Doch, haben wir noch. So, das heißt, es dauert einfach nur sehr lange. Weil er halt mit den ganzen anderen Crafting-Aufgaben, also wie dem hier zum Beispiel, auch mit beschäftigt ist. Und das ist nun mal sehr aufwendig. So, aber wir haben unsere Tesseracts, das ist schon mal schön. Und wir haben mittlerweile fast 8000 Eimer Milch. Ja. Und ich muss euch noch was zeigen, bevor wir die Folge beenden. Ha! Zwar war ich vorhin unterwegs. Hier liegt mein Hatchet. Das hat bestimmt irgendwer gesehen, oder? Kommt, ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr das nicht gesehen habt. Kann ja nicht sein. Theoretisch könnte man jetzt von hier aus auch die Leitung mit dem, also quasi eine Leitung legen, die das Holz automatisch ins System schmeißt und das hier auch. Und das würde ich eigentlich noch machen. Dafür würde ich die Tesseracts nämlich eigentlich mitnutzen. Und theoretisch könnte man es zumindest schon mal freilegen. So, und wir können quasi sagen, okay, die Kiste kann theoretisch komplett weg. Oh, die ist natürlich ziemlich voll. Habe ich noch ein, ja, Servo dabei, dann würde ich sagen, nehmen wir mal kurz die Kiste hier, stellen die mal eben hier hin. Und wir müssen natürlich dann irgendwo noch einen Tesseract aufstellen, der die Items ordnungsgemäß ins System schmeißt. Das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ansonsten überziehe ich wieder massiv meine Aufnahmezeit und ich weiß nicht, wie mein Rechner momentan darauf reagiert. Das wäre echt nicht gut. Wenn ich dann schon wieder anfange, alles von vorne aufzunehmen und nichts erklären kann, weil ich nicht, also nichts zeigen kann, weil, ja, ihr wisst schon Bescheid. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß, auch wenn es momentan ein bisschen ruckelig läuft, ne? Also, bis dann. Ciao.